Manchmal muss Ärger einfach raus. Raus damit und schon fühlt man sich besser. In dem Idealfall wird man den Ärger an der Stelle los, wo er entstanden ist und klärt es da. Lässt man ihn an anderer Stelle los und schreit jemanden an, der vielleicht gar nichts dafür kann, dann gibt es nur neuen Ärger. Gefühle brauchen die richtige Adresse. Das ist nicht nur beim Ärger so. Wenn wir uns freuen, wenn etwas gelungen ist, dann erzählen wir das gerne Menschen, von denen wir glauben, dass sie sich mit uns freuen. Auch bei Sorgen ist das so. Wenn uns etwas belastet, schauen wir vielleicht sogar noch genauer hin. Wem kann ich das anvertrauen? Von wem werde ich verstanden? Oder auch welcher Person kann ich meinen Kummer überhaupt zumuten? Es ist gut, wenn es dann solche Menschen gibt. Das tut gut, wenn Menschen da sind, die sich das anhören, die vielleicht auch von alleine auf uns zukommen, weil sie merken, dass ihr Zuhören gebraucht wird. Solche Menschen sind eine gute Adresse. Vor unseren Kirchen liegen Steinhaufen. Inhalten, ablegen, weitergehen, steht auf dem Plakat daneben. In dieser Woche vor Ostern, der Karwoche, laden wir dazu ein, vor unseren Kirchen symbolisch einen Stein abzulegen. Der Stein steht für das, was im Moment gerade schwer auf der Seele liegt. Wenn man sich den Steinhaufen anschaut, hat man den Eindruck, dass jeder einzelne Stein mit Bedacht gelegt sei. Da liegen große, schwere, kleine, runde, spitze, ganz unterschiedliche Steine. Hier ist manches abgelegt worden. Sorgen, Traurigkeit, Ängste, Schuld, Scheitern, Ungerechtigkeit und. Wenn ich vor dem Steinhaufen stehe, sehe ich, dass ich mit meinem Stein nicht allein bin. Andern geht es ähnlich wie mir. Das alles liegt hier vor dem Kreuz. Es ist sozusagen Gott vor die Füße gelegt. Und was nun? Innegehalten, abgelegt und einfach weitergehen? Das sind doch nur Steine und ein Stück Holz. Indem ich meinen Stein hier ablege, sind meine Sorgen ja nicht weg und mein Kummer nicht verflogen. Und trotzdem ist das hier eine gute Adresse. Ich kann es nicht beweisen, aber ich fühle mich mit dem, was mich umtreibt, hier aufgehoben. Hier passiert mehr, als ich mir selber geben kann. Ich kann weitergehen. Und vielleicht ist es das, was Petrus meint, wenn er über Gott schreibt: Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch.